Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wie ihr vielleicht hier noch so ganz leicht an mir erkennen könnt, man sieht sich mal so gut wie am Anfang. Ich habe gegen sehr viele Skelette gekämpft und habe ein paar Knochen mal offscreen gefarmt. War jetzt nicht so viel, ich habe nichts verpasst, außer dass als ich dann jetzt hier hochgekommen bin, da ein Creeper auf mich gewartet hat und hier ein riesiges Loch eingeschlagen hat. Ich habe versucht, das Nötigste. Oh, oh. Das Schlimmste habe ich jetzt schon wieder geflickt. Also hier war die Hälfte von dem Ding weg. Und ein paar Schafe mussten auch dran glauben. Ich glaube aber nur eins oder zwei. Und jetzt muss ich halt eben gucken, dass wir hier noch ein bisschen Erde zusammengefarmt bekommen. Dass wir hier dieses schöne Loch flicken können. Ich dachte, ich kann hier reinfliehen und dann explodiert er nicht. Aber stand hier und der stand da. Und hat dann trotzdem gezischt und ist hochgegangen. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich dachte, die gehen nur hoch, wenn man nah an den dran ist. Aber scheinbar scheint das nicht mehr so zu sein. Oh. Ich muss mich erstmal hier an das alles wieder gewöhnen. Ich habe jetzt extrem lange nicht aufgenommen. Also die Folge, die ihr jetzt seht, die habe ich gestern aufgenommen. Also einen Tag davor. Ich habe jetzt irgendwie 2, 3 Wochen oder so nichts gemacht. Furchtbar, ich weiß. Entsprechend auch gut vorbereitet. Und ja, ich habe letzten Tage sehr viel auf einem Server gespielt, wo Creative Mode drauf war. Und entsprechend bin ich jetzt Survival Mode so gut wie gar nicht mehr gewohnt. Vielleicht mache ich auch von der Welt mal eine Show, da habe ich schon sehr viele tolle Sachen gebaut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde. Ich denke mal, ich werde das auf jeden Fall machen. Das muss ich mal ganz kurz. Eigentlich müsste ich hier mal aufräumen und sortieren. Und sag ich jedes Mal, aber irgendwie. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Man sagt, man macht's, aber macht es dann doch nie. Ja, mal gucken, wie weit wir waren. Ich hab nur noch in Erinnerung, so ganz vage, dass wir diese wunderschöne Molkerei machen wollten. Oh, ich bin fast einfach hungern. Kurz gestreckt. So, ja, die Molkerei wollten wir hier schön fett bauen. Mal gucken. Ich tue erstmal hier so. Hier erstmal das Schwert hier, wenn wir es ausrüsten. Können die wissen, da bin auch irgendwelche vereinzelten Creeper rumrennen. Ja, genau, hier ging es hoch. Ja, genau. Oh Gott, das ist. Ach ja, hier stimmt. Ach, stimmt, hier ging es ja in die Schweinekatakomben. Ich erinnere mich. Oh Gott. Frage ist, was mache ich hier? Mache ich jetzt hier noch was aus? Lasse ich jetzt hier noch aus? Oder lasse ich das? Ich werde es bestimmt irgendwann mal ausbauen, weil kann man das hier jetzt ja nicht lassen, ne? Geht gar nicht. Geht gar nicht. Gucken wir mal hoch. Und überlegen langsam mal, wie wir das hier angehen. Habe ich eigentlich. Gott, ich weiß das alles nicht mehr, Leute. Es tut mir leid. Ich habe das irgendwie alles total verplant. Ich bin, wenn es um meinen Upload-Plan geht, hinterher wie noch nie, ne? Ich habe sonst immer alles schon Tage vorher fertig, aber diesmal, oh ja, stimmt, die Möhren. Ich erinnere mich, wir hatten ja Möhren gefunden. Oh, langsam kommt alles wieder. Da habe ich ja, stimmt, da hatte ich ja meine Möhrentheorie vertreten, dass Möhren immer noch gut schmecken, wenn man sie von anderen geschenkt bekommt. Hier. Die Möhre, die isst du selber. Oder so. Keine Ahnung. Warte mal. So. Darum muss ich mich auch mal ganz doll kümmern. Aber ich möchte mich jetzt hier erstmal ganz groß auf die wichtigeren Dinge konzentrieren. Und wichtig ist uns jetzt, wie gesagt, erstmal die Molkerei. Oh Gott, ich muss hier dringend. Oh, ich muss hier Ordnung machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich hier irgendwo zufällig in irgendeiner Art und Weise eventuell Erde? Nee, das sieht mir alles nicht sehr erdig aus. Überhaupt sieht mir das alles hier nicht sehr erdig aus. Und die Musik ist gerade ziemlich laut. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich lasse die Musik so. Ich stelle sie einfach nachträglich leiser. Wunderschön. Wo war ich schon mal stehen geblieben? Ach ja, Erdeform. Und generell mal Zeugform. Ach, ich muss noch so viel machen, Leute. Also. Ach ja, habe ich euch eigentlich schon mal deinen Skin gezeigt? Ich habe es einfach so gemacht, aber. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das letzte Mal auch schon hatte. Bin ich ganz stolz drauf. Habe ich selbst gemacht. Damit das mal ein bisschen mehr wie ich selber aussieht.
Schaufeli, haben wir eine Schaufel? Ja, natürlich haben wir eine Schaufel. Auch ganz viele Pfeile von den Skeletons. Die Frage ist, wo können wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen Erde abbauen, ne? Wo stürzt niemanden? Und ich glaube, ich weiß schon eine Antwort auf diese erhellende Frage. Nämlich, wir tun einfach in den Katakomben da unten drunter abbauen. Weil wenn wir das immer irgendwie irgendwann mal vielleicht in irgendeiner Art und Weise mal ausbauen. Autsch! In irgendeiner Art und Weise mal ausbauen wollen, muss die Erde ja hier eh raus. Also, ne? Ah, wie schön schnell das geht. Es geht fast so schnell wie auf unserem schönen Minecraft-Server. Da heißt übrigens Zuckerwatteland. Yay, yeah, aber da ist nur für Privatpersonen, für VIPs zugänglich. Jedenfalls momentan. Wird sich, glaube ich, auch nicht so schnell ändern. Und es sind zum Beispiel auch etwas bekanntere drauf, die ihr vielleicht kennt, wie zum Beispiel Kitty oder Trash Tasmani oder so. Und da buddeln wir und machen und tun. Ich habe da schon einen riesigen Cupcake gebaut. Und Kitty ist ganz stolz auf ihre riesige Erdbeere. Und da Lob, da baut er auch immer ganz viel und toll. Und Elik hat da seine Hobbit-Höhle gebaut. Und die Nina und noch so ein Typ, den niemand kennt. Und ach, ganz schön. Oh, jetzt habe ich hier dunkel gemacht. Gruselig. Das war ganz cool. Ich werde bestimmt eine schwere Let's Show von machen, weil das ist so geil. Ah, da kann man sich richtig schön austoben. Und hier ist man so, im Survival-Modell eben dann so darauf abhängig, dass man alles Feuer farmt und so. Und da ist, wie gesagt, wie Survival-Modus schon andeutet, dieser Survival-Aspekt mehr im Vordergrund. Er hat auch seinen Reiz, aber man kann sich natürlich nicht so kreativ austoben. Wie wenn man kreativ einfach drauf losbauen kann. Ich bin gespannt, wie lange ich die Aufnahme auch durchschalte. Ich krieg jetzt schon fürchterliche Rückenschmerzen. Ich hoffe, ich halte lange durch. Nur für euch. Das Beste nur für euch, meine Zuschauer. So, wie habe ich denn jetzt? Das dürfte reichen erstmal. Ich will mit dem Track erstmal nur eine Art Grundriss machen, weil den Track, den kann man eben auch schnell, da kann man schnell Sachen korrigieren, wieder abbauen. Ihr versteht, was ich meine. So, ich mache eine kleine Koppel, muss er auch noch mit drauf. Die Frage ist natürlich, ne, wo kommt jetzt genau dieses Gebäude hin? Ne? Wie groß und... ein epischer Pokémon-Mokko läuft im Hintergrund, die natürlich das... in dem Bau unserer... Molkerei episch unterstreicht. Sehr episch. Denn wie wir alle wissen, gibt es nichts Epochisches vor allem. Nichts Epischeres als der Bau einer Molkerei. So, oh, ein Ei. Ein Ei. So, Frage ist, wie groß machen wir das jetzt? Und wie generell, wie... So. Hä? Warte mal. Ganz kurz, wartet mal. Oh, das... Boah, wie geil ist das denn hier mal bitte? Oh Gott, diese Map. Ich liebe diese Map. Oh mein Gott, Map Gassim. Ich meine, hallo? Boah, wie geht's da vor? Oh. Mitten im Berg ist hier eine... Wow. Wow, okay, das habe ich auch noch nie erlebt, dass, oh mein Gott, die kommen da ja, dass da jetzt ein Skelettspawner ist, das ist mir auch neu, warte mal, das markiere ich mir mal, da habe ich direkt hier oben, hör doch auf, da habe ich, ja, ist gut, Odo. Komm, sei mal ruhig. Komm. Da habe ich hier direkt ein so weit oben? Das habe ich ja noch nie erlebt. Also diese Map, die macht mich fertig. Also das ist da teilweise krasser Scheiß, ne? Weil ich glaube, Skelettspawner sollen auch relativ selten sein. Das ist schon der zweite oder dritte, den ich gefunden habe. What the fuck? Also, das ist krass, dass da ein Skelettspawner drin ist. Krasser Scheiß. Ich wollte eigentlich... Oh, jetzt muss ich gehen, dann tut mir leid. Ich wollte eigentlich gucken, was hier oben ist, weil da... Ich fand das so lustig, weil jetzt hier... Warte mal. Das Ding da so einzeln schwebt. Und dann finde ich diesen Skelettspawner. Also...
Boah, diese Welt ist so geil. Sie ist einfach nur so episch geil. Wo sitzt da? Ich finde das so witzig, dass es da so schwebt, mal ein bisschen irritiert deswegen. Boah, und da stoße ich erstmal auf sowas. Autsch. Das ist ja krasser Scheiß. Das ist ein krasser Scheiß. Hier, du stoppst jetzt auch mal ganz schick. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Wow! Wow, hä? What the fuck? Warum habe ich... What the fuck? Warum habe ich... Wo... Das bin eindeutig nicht ich. Möchte ich an dieser Stelle mal anmerken, dass es eindeutig nicht ich bin. Das ist jetzt irgendwie gerade... Okay. Okay, der ist noch so ein Arsch. Mein Gott, sind hier viele Monster. Das ist ja nicht mal normal. Was ist denn hier los? Vor allen Dingen... Leute, kommt mal klar. Das klingt jetzt also ein bisschen abgefuckt, aber ich meine... Oh, Leute. Ja, Leute, wartet mal. Ich muss hier mal ganz cool mein Zeug ansammeln. Tötet mich mal bitte nicht. Oh, Leute, wartet mal. Das ist mir jetzt gerade echt so dumm. Wartet mal. Pisst euch alle mal. Oh, war ja eiskalten Creeper. Der hat mich vor allen Dingen auch noch getötet. Also, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht so nah... Wobei, ich wurde da schon vorgespecht. Zur Hölle ist das hier nur für eine Map. Das ist eine richtige Höllenmap, würde ich mal fast behaupten. Wartet mal. Achso, ja. Einfach. Ich will mal so ein bisschen Zeug. Oh, wie schnell wieder alles sofort spawnt. Oh Gott, Leute. Mal so ein bisschen ausleuchten hier. Dass das immer nicht mal ganz so krass ist. Gottchen. Hier läuft die ganze Zeit diese schöne Wintermusik im Hintergrund. Ich glaube, ich muss meine Playlist nochmal ganz dringend überarbeiten. Weil, naja, das passt nicht wirklich. Oh Gott, ey. Oh Gott. So, was mir hier alles so einigermaßen ausleuchten, dass jetzt hier nicht nochmal sowas passiert. Ja, ihr seid Spinnen und ihr tötet mich und ich habe kein Schwert gerade in meiner Leiste, weil ich blöd bin. Und das Übliche halt. Und ich bin schon wieder fast tot. Mhm, ja, schön. Ja, ihr nervt. Ich sprinte mal nach hier. Oh, wie fix die sind. Richtig nervig. Und ja, ist gut. Gib mir doch mal ganz kurz die Chance. Oh. Yumi wurde von einer Spinne besiegt. Ja, fickt euch einfach alle mal ganz tief. Hier geht's gerade runter und drüber. Und ich blamiere mich hier gerade bis auf die Knochen. Ich hab dir jetzt einfach mal, ich geb's offiziell zu, ich hab diese Spinnen gerade mal eiskalt unterschätzt. Wartet mal. Ich glaube, ich sollte nachts wirklich schlafen und nicht rumrennen. Das ist, glaube ich, besser. Das ist, glaube ich, wirklich besser. Und ich mach einfach die Monster aus. So. So ein Stück sollte ich da alles haben. Ja, jetzt einfach mal Monster auslassen, weil ich habe jetzt keinen Bock, mich mit denen hier, wenn ich erst bin, groß alles rumzublagen, weil ich ja jetzt hier eigentlich, ne, so ein bisschen, ne, gucken wollte. Oh Gott, warte mal, das hier mache ich aber vorher noch zu. Das ist ja furchtbar hier. Das sieht ja schlimmer aus als bei mir im Zimmer. So. Und das soll schon was heißen, wenn ich das sage. Na komm. Ich muss das Ganze gewöhnen, weil im Creative Mode muss man alles nur einmal anklicken und es ist weg. Und hier klicke ich manchmal und es passiert nichts. Und das wundert mich. So. Schon viel besser. So, jetzt gucken wir mal von hier oben. Ich komme ja einfach zu nichts. Zu nichts, sage ich euch. Interessant zu sehen, dass sich das Licht nicht radial um die Fackel verbreitet. Seht ihr das? Das ist so eher viereckig. Naja.
Wie groß machen wir denn das jetzt? Ich fange jetzt hier einfach mal an und dann gucke ich von oben, ob es kacke aussieht oder nicht. Also da kann man durch. Kann man da durch den Berg gucken? Ja, da kann man durch den Berg gucken, hä? Ja, kann man. Gewundert, warum es da vorne so dunkel ist. So, oh, ich habe immer noch. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich so viel machen und habe irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Ich will zum Beispiel den Optify-Mode, den habe ich auch immer noch nicht. Das bin ich nicht. Wieso habe ich diesen komischen Skin auf einmal? Davor hatte ich ja vor allem noch den richtigen Skin. Ach, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich habe doch... Ich habe das Internet ausgemacht, weil ich gerade mit einem Router Verbindungsprobleme habe und dann ständig immer diese Meldung kommt, konnte keine Verbindung hergestellt werden. Dann hatte ich Internet, dann wieder keins, dann hatte ich wieder welche, dann wieder keins. Und deswegen habe ich das dann ausgestellt, weil es dann genervt hat. Und weil jetzt natürlich das Ding jetzt keine Verbindung zum Internet hat, habe ich logischerweise auch nicht meinen normalen Skin, den ich hochgeladen habe. Macht alles Sinn. Macht alles Sinn. Die Fackel hätte ich auch gerne noch. Ja, hier so, das soll jetzt wegschweinen. Jetzt rennt es da rein. Hallo. Jetzt. Das wird jetzt hier so quasi der Stall, wie ich das so machen will. Oh, dann ist dann hier vorne noch eine schicke Koppel. So. Ich glaube, das ist gut. Das kann man so machen, oder? Ich denke mal schon. So, auch so ein bisschen bescheiden. Aber dennoch cool. Warum auch immer cool das Gegenteil von bescheiden ist. Das tue ich jetzt mal so ein bisschen ausweiten.